Beginne zu denken wie ein Profiler und großartig, damit wir das zusammengestalten dürfen. Denn heute möchte ich gerne zeigen, wie du auch wie ein Profiler denken kannst und was dabei ganz wichtig ist. Denn ich habe vor vielen, vielen Jahren gelernt, nach über 20.000 Profiling, was wirklich wichtig ist beim Profiling, vom Mindset her, vom Verstand her, wie wir uns da am besten arrangieren. Und am Anfang dachte ich immer, ja, Zahlen, Daten, Fakten, ermitteln, beobachten, da kannst du alles aufschreiben, da hast du alles da. Aber da kommt man zu einem Punkt, wo man merkt, das geht leider nicht. Und wie du das heute schaffst, das werde ich dir gerne in diesem Video, in dieser Episode zeigen. Ich finde es großartig, dass du heute dabei bist, wo wir genauestens mal lernen, was denn bei so einem Profiling wichtig ist und eben wie du lernst, mit deinem Profil zu denken, da würde ich dich gerne mitnehmen. Weil ich habe da vor einer Zeit einmal gemerkt, dass irgendwas ein bisschen anders ist als bei mir in meinem Denken. Aber das war mir nicht sofort bewusst, wie das auch bei vielen Sachen ist. Man tut jeden Tag Sachen, Gegenstände verschieben, Sachen stricken, irgendwas, wo du gerade dran bist. Und du wirst so ein Experte, so ein Profiler, wo du merkst, hey, da gibt es noch viel mehr. Oder da merke ich, da komme ich jetzt rein hin, wo ich auch automatisiert Sachen gestalte. Ja, du hast gemerkt, man automatisiert Sachen einfach aus dem FF auf, wenn man immer merkt, man tut immer das Gleiche. Aber vielen ist gar nicht bewusst, mit welcher Kraft man da tagtäglich agiert und was dabei ganz wichtig ist. Und ich darf dir auch sagen, heute werden wir auch wieder aus meinen 20 Jahren Profiling vom Militär Sachen mitnehmen und aus auch meiner Kindheit diese Sachen, wo ich gemerkt habe, das ist ganz wichtig, dass du das heute hörst. Und dass du da auch für dich Sachen lernen kannst. Also nichts wie los, hol dir gleich Notizblock und Stift, damit du auch heute deine Notizen gleich machen kannst. Und wenn du magst, kannst du auch an deinem Handy direkt eingeben. Ich liebe das. Als ich begonnen hatte, mir Notizen zu machen, wenn ich Podcast höre zum Beispiel oder wenn ich andere YouTube-Kanäle anschaue, hilft mir das extrem danach, Sachen zu lernen. Weil du kennst es vielleicht, du konsumierst Informationen, Sachen, Gegenstände und du merkst, aus lauter Konsumation vergisst man dann auch die Top-News, die man eigentlich am Anfang zu Beginn herausgehört hat. Und die sind dann weg. Aber wenn man die so ein bisschen abspeichert, quasi wie ein Storage macht, ein Ort, wo du hin tust, kann man es ganz einfach finden. Und heute mit den technischen Möglichkeiten ist es so einfach oder einfach Block, Stift, aufschreiben. Das darfst du heute tun. Denn im Profiling vom Mindset her, dass du beginnst, wie ein Profiler zu denken, bedeutet das nicht einfach Zahlen, Daten, Fakten. Das ist ein großer Teil davon. Und wie ich auch in meinem Webinars immer wieder erzähle. Übrigens, du kannst es bei mir auch, das Webinar vielleicht schon gesehen, wo du bei Instagram oder auch für dich holen kannst. Wenn du natürlich bei mir im Newsletter bist, dann hast du das wahrscheinlich auch schon bekommen oder wirst es dann in den nächsten Wochen, Tagen noch bekommen. Unterscheide ich ganz zu Beginn zwischen zwei Ebenen, diese zwei Ebenen. Das eine ist beobachten von Menschen. Da ist Körperhaltung dabei, das ist Gesichtsmimik, Resonanzen drin. Das ist einfach wie so ein Mensch von außen, wie sein Körper genau funktioniert, das nehmen wir auf. Im zweiten geht es darum, tief in den Mensch zu gehen. Da haben wir das Mindset, also das Denken eines Menschen, wo wir ganz genauestens anschauen, das nenne ich den Geist. Und im dritten Punkt, wo dann hintenher kommt, weil das ist eigentlich nur für Menschen, die da wirklich dann sich entscheiden, ich will Profiler werden und ich will wirklich das lernen. Das gebe ich dann nur noch diesen Experten mit. Aber du bist euch heute ein, aus diesem Grund gebe ich dir das Wissen mit. Also du bekommst heute schon die drei Sachen, nicht einfach nur zwei, wie ich zu Beginn gemacht, erzählt habe. Und da werden wir aus der Energie eines Menschen herauslesen. Energie eines Menschen, du kennst das Wort vielleicht auch unter anderem Bezeichnung Aura. Oder Seele, das ist alles das Gleiche. Und da können wir Menschen Informationen herausziehen. Das ist eigentlich nichts anderes, als ich habe vor kurzem einen ganz spannenden Ausdruck gehört. Der hat das genannt, wie war das noch einmal? Das war die Energie, also die DNA der Energie eines Menschen. Ich habe es benannt, ich habe gefunden, das ist ganz spannend. Wo du aber merkst, ja, das kannst du. Und er hat das damals dann auch so
in einem Buch erwähnt, wenn du das wirklich kannst, und das wird jetzt in den nächsten Jahren immer effizienter, dann weißt du ziemlich genau, wie Menschen funktionieren. Und da ist natürlich dann auch die Gefahr da, dass man das ja auch für Sabotagezwecke missbrauchen kann oder das andere, um die Menschen zu fördern. Und stell dir mal vor, du selbst könntest das, also jetzt nicht nur andere Menschen, sondern dich auch so zu lesen, dass du merkst, wann kommst du an einen Punkt, wo du merkst, da geht's nicht mehr weiter, wo sind deine Stärken und deine Schwächen und, wo du auch direkt weißt, wann, wo, was bei dir passiert. Die wenigsten Menschen wissen das und da hättest du die Möglichkeit, das herauszufinden. Und ja, ich lerne die Menschen genau das zu tun. The Profiler Academy, hier bei Swiss Profiler. Also wenn es dich interessiert, nichts wie los, auf unserer Webseite, drück einen roten Button und dann melde dich sofort bei uns, dass wir dir hier die neuesten und die wichtigsten Informationen weitergeben können. Aber jetzt geht's zum ersten Punkt, wo ich gerne dir weitergeben möchte. Und da habe ich mir Folgendes aufgeschrieben. Mache dich mit unseren Aussagen vertraut. Und jetzt kommt's. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Das ist einer der wichtigsten Punkte, wo ich... Ja, was war das? Ich war da vor vielen, vielen Jahren. War da sicher im dritten Jahr als Profiler tätig. Ich habe 2012 wirklich professionell begonnen, Profiling zu erstellen. Und da ungefähr nach dem zweiten, dritten Jahr sind so viele Sachen passiert. Und da ist dann eines ganz einschlägig gewesen. Da kann ich dich mal mitnehmen, weil ich beginne jetzt einfach mal zu erzählen. Da kam mal eine Frau zu mir und die hat mir gesagt, Alex, ich möchte gerne, die Frau war übrigens über 60 Jahre alt, ich habe das auch mal in meinem Buch erwähnt, was ich dir erzähle, die hat mir dann gesagt, Alex, ich möchte gerne eine Profiling stellen zu meiner verstorbenen Mutter. Ich möchte gerne Abschied nehmen. Die Frau konnte kaum noch laufen, die Beine waren verbunden und auch die Ärmel, sie hatte noch einen Stock. Und als ich ihr in die Augen sah, dachte ich, boah, diese Augen sind so tief kalt, mir hat es gerade im Rücken gefröstelt. Und ich merkte, da schaue ich dem Tod ins Auge. Da war mir wirklich bewusst geworden, boah, was passiert da eigentlich? Da war ich auch kurz von meinem letzten Einsatz zurück und ich wusste genau, wo Tod ist und wo nicht. Und das ist ganz, ganz spannend zu sehen. Es kann auch Angst auslösen. Und da habe ich das Profiling erstellt und ich merkte, wow, diese Frau wurde über mehrere Jahre von ihrer eigenen Mutter körperlich wie auch seelisch misshandelt, vergewaltigt. Und diese Frau hat das Lieben von Menschen so gelernt, wie sie es dann auch weitergezeigt haben. Und damals kam auch dieser Spruch bei mir, wo ich dann heraufgeschrieben habe, die Menschen haben die Liebe so gelernt, wie sie auch zeigen. Und diese Frau hat nichts anderes gemacht, sie hat sich immer wieder neue Hunde gekauft und ihnen die Liebe so gebracht, wie es die Mama gezeigt hat. Und hinter dem Haus habe ich dann gesehen, 10, 15 Kreuze. Jedes Jahr hat sie selbst diese Hunde aus Liebe umgebracht, aber nicht absichtlich, weil sie nicht wusste, wie Liebe umgeht. Und so wie gesagt, es gibt nichts, was es nicht gibt. Im anderen hast du auch ganz schöne Momente, wo du einer Frau erzählen kannst, wie eben ihr neuer zukünftiger Ehemann funktioniert oder auch umgekehrt. Oder auch Frauen sind dann zu mir gekommen, wo sie mich gefragt haben, Alex, ich wusste es am Anfang nicht, habe von einem Foto ein Profiling erstellt und das war ganz spannend. Die Frauen wollten eigentlich nichts anderes als eine Liebesbeziehung dieser Menschen, also da ging es nur um Sex, aber sie mussten herausfinden, ob dieser Mann danach nicht nach Daten bei ihnen sucht, weil sie hat dann einen gewissen Job oder nicht anhänglich wird. Das war auch ein Übernehmen. Es gibt alles oder Dominas-Sex-Themen oder auch völlig ganz spannende Berufsebene, wo ich dann gesehen habe, wie Broker arbeiten, wie Chirurgen arbeiten, wie normale Ärzte arbeiten, wie Bankangestellte arbeiten. Wie Fallschirmspringen hatte ich auch schon, Tiefseetaucher, Stuntman, Skipper, Mamas, wunderbare Sandy ist damals auch zu mir gekommen und sie leidet Krippen, die möchte jetzt ja auch eine Schule gründen, einfach ganz, ganz spannende Themen, wo du hier hast und dieser Punkt, dass man einfach versteht, es gibt nicht, was es nicht gibt und wenn ich da mal denke, da habe ich glaube schon alles gesehen, boom.
Genau, dann kommt wieder etwas, was komplett neu ist. Ich darf jetzt zurzeit auch gleich ein Juweliergeschäft begleiten aus London. Ganz spannend, ein neues Umfeld. Und so kommt man in Geschichten rein. Königshäuser habe ich schon, dass sich Menschen aus ganz alten Familien, wo du eigentlich keinen Einlass hast, mal siehst, wie die funktionieren. Dass du da Menschen hast, sind schon Menschen zu mir gekommen aus Afrika, weil ihr Sohn umgebracht wurde, um zu schauen, wie genau das ging, wo der Mörder reingekommen ist, dass der nicht von Afrika selber gewesen ist, sondern er war damals aus Deutschland eingeflogen. Und einfach, was denn, man merkt, dass du das siehst, Auftragskiller, das ist ganz spannend, was man so sieht als Profiler. Und das ist auch wichtig, dass man am Anfang, also ich bei mir so, ich habe keine Angst, was kommt. Ich freue mich auf jedes Mal auf neue Geschichten, auf einen neuen Fall, wo ich dann merke, open mind darfst du sein. Nein, du musst es sogar sein, dass man merkt, es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Und das, wenn du magst, kannst du gerne für dich mal aufschreiben, wo so deine Grenzen sind, wo du merkst, was du alles schon kennst, bis wo weit du gehen kannst. Und danach merkst du, da tut es mir weh. Und es ist auch ganz wichtig, wenn man das Profil zum Beispiel beginnt, dass man vielleicht auch mal sagt, hey, diesen Job nehme ich nicht an, weil da merke ich, da geht's zu weit. Kindesmissbrauch zum Beispiel oder Opfer in Kriegsgebieten, wo Menschen gefoltert wurden, Frauen, Männer. Es gibt alles erlebt, alles angeschaut. Und wenn, ist es noch spannend, die ganz krassen Fälle, ich mache da noch einen speziellen Podcast darüber, da beginnen immer ganz sanft, das habe ich schon gemerkt. Und wenn du so ein bisschen einen Fall hast, der ist, ich sage jetzt, normal ist, Anführungs- und Schlusszeichen, die beginnen am Anfang so ein bisschen, wow, was ist denn da los? Und dann merkst du, oh nein, weiter ist nichts passiert, also alles safe. Das ist ein ganz spannende Ansätze. Und einfach, die möchte ich dir heute gerne mitgeben. Also alles, was du denkst, das könnte, das wird nicht real, du wirst sehen, im Profiling wirst du das Gegenteil erleben. Weil Menschen sind so schön, Menschen sind so lieb, Menschen sind so abstrakt, Menschen sind so abartig, Menschen haben Gedanken, die es eigentlich nicht gibt, und dann sind sie so krass, dass man denkt, dass es Menschen gestalten können, ist ja speziell. Aber wenn du auch dann tiefer gehst, dann merke ich dann auch, wie krank ist eigentlich unsere Gesellschaft, dass wir das tun. Und man verklagt dann viele Menschen an, ich möchte eigentlich dazu gar keine Stellung nehmen, aber es wird spannend. Ich sage dann immer so, ja, wir als Gesellschaft, also natürlich auch einzelne Menschen davon, wir als Gesellschaft, wir haben die Menschen dahin getrieben, wo sie jetzt sind. Weil meine Erfahrung davon sind, die Menschen wachsen nicht als das auf. Auch wenn Menschen in Kriegsgebieten unter Beschuss zur Welt kommen, alles schon erlebt, die sind nicht kriminell am Anfang. Die haben auch keine Schäden, auf Deutsch gesagt. Die kommen dann vom Umfeld das mit, wo sie eben dann zum Menschen getrieben wird. Und wenn du da bei mir im Mondenscoaching bist, dann weißt du auch genau, was es bedeutet, wenn von Druck von außen kommt und wie die Menschen sich da geben. Und durch Druck von außen werden wir geformt. Das ist meine Erfahrung. Druck von innen formt einen auch, diese zwei Parts. Aber das ist wichtig, dass man das versteht, dass wir haben das eigentlich gemacht. Also wir sind da und haben diese Menschen zu dem gemacht, was sie sind. Und das sehe ich tagtäglich als Profiler. Aus diesem Grund finde ich es auch schön, was ich gesagt habe. Menschen sind so lieb, so schön, so toll. Wir können so schöne Sachen machen. Aber wir haben auch eine Art, wo, weil wir selber auch Entscheidungen treffen können, die in vielen Punkten halt sehr fragwürdig sind. Und aus diese Art heraus dürfen wir wieder lernen oder auch da Neues zu gestalten. Und darum ist es auch mein Antrieb, dir da draußen dein Potenzial zu zeigen, wo du eben stehst, dass du dich ab heute entscheiden kannst, das will ich nicht mehr. Ich will mehr lernen. Ich will den Menschen Sorge tragen, damit wir hier zu meinem Ziel kommen, wo du im Kopf hast, wo du dahin möchtest. Und aus diesem Grund habe ich dich damals dann auch den Sprung gemacht, dass ich in Firmen arbeiten darf. Weil das wird mir viel gestellt. Warum arbeitest du in Firmen? Du könntest ja so viel bei Privatmenschen erreichen. Ich weiß, ich habe so viel erreicht. Aber ich kam damals zum Schluss, dass wenn ich durch eine Führungsperson beraten darf, der 5 Angestellte hat, dann habe ich einen Einfluss auf 5 Menschen,
plus die Führungsperson. Und die Menschen gehen nach Hause, die haben einen Partner, die haben eine Familie, auf die habe ich auch Einfluss. Damit hast du mit einem Menschen coachen auf 5 Menschen Einfluss, wo im Hintergrund vielleicht 50, 200 Menschen einen Einfluss haben, um eine kleine Veränderung in das Leben zu bringen. Und stell dir mal vor, du hast 2000 Menschen, wo du coachest, also, und weiter hast. Oder du hast 5000, bei großen Firmen haben die solche Größen oder in einem Verwaltungsrat, die haben auch andere Chefs herunter. Es ist so gemein, so, nicht gemein, so gewaltig, wo ich dann so diese Hebelwirkung habe. Also, ich habe mir gemerkt, im Business ist ganz wichtig, weil da werden ganz viele Sachen nach meiner komisch gemacht, sage ich jetzt einmal, weil wir haben hier die einer größten Krankheitsgesellschaften und da habe ich Einfluss. Und aus diesem Grund habe ich damals gesagt, ja, wenn ich da reinkomme, kann ich ganz viele Menschen nicht einfach nur heilen, sondern ihr eine Sichtweise geben, dass ihr bewusst wird, was sie tun. Und wenn das passiert, kommen vielmals auch die Tränen und ich merke dann zum Teil, wow, wie den Menschen bewusst wird, was da passiert. Das ist schön zu sehen. Und einfach da eine Schuldzuweisung geben, das finde ich nicht in Ordnung, das sollte man nicht machen, weil wenn ich ja so mit dem Finger auf dich zeige, wie fühlt sich das mal an? Ich finde das nicht schön. Und jetzt geht es auch schon zum zweiten Punkt. Jetzt kommt's. Denke groß und vor allem du noch größer, damit wir hier deine großen Fälle auch lösen können. Also denke groß und in deinem Fall noch größer, weil es kommt meistens so, kennst du den Spruch? Es kommt meistens so, wie man eben gleich, wie man es nicht gedacht hat, sondern komplett anders. Und als ich dann gelernt hatte, dass ich wirklich nicht nur mein Ziel angehen kann, sondern das darf noch viel größer sein, hat mich das überwältigt. Ich habe gesagt, wow. Als ich damals den Punkt verstanden habe, Alex, du bist selbstständig. Hat auch immer Angst, kommen genug Menschen. Ich hatte damals auch Angst, nach 5 Jahren, bei 12 Monaten komplett ausgebucht zu sein. Habe ich gesagt, kommen dann noch weiter, bis ich mal verstanden habe, ja, die kommen immer wieder. Und dann habe ich auch ein System bei mir aufgebaut, wo ich ganz viele Menschen weitergebe im Quartalscoaching, auf sie abgestimmt, dass sie auch merken, ja, ich kann mit diesen Menschen ein Jahr lang leben und danach kommen weitere. Und eigentlich kommen immer wieder Menschen und ich kann so die Menschen bedienen. Das ist schön. Das ist wie wenn du einen Baum pflanzt und jedes Jahr kommen frische Äpfel. Aber das kommt nur, wenn du den Baum gut schaust. Und genau das System, das ist gewaltig. Und seitdem habe ich gemerkt, kann es locker sein. Das kann es echt, weil es ist schön, die Menschen lieben es, sie kommen weiter. Und als ich jetzt auch das Hörbuch vor 2 Tagen gelesen habe, also gehört habe, und eben auch gemerkt habe, wenn du die DNA, also die DNA des Menschen in der Energie wirklich lesen kannst, und das kann ich als Profiler, da ist das so kräftig, dann werden uns die Menschen die Bude einrennen. Und aus diesem Grund werde ich dann das auch den Menschen auch immer mehr erzählen. Ja, das kannst du. Du kannst wirklich die Struktur eines Menschen komplett lesen. Und das ist zu 80% genau. Sogar noch mehr. Und das ist dann schon sehr treffend. Das sind nicht einfach Systeme, das sind sogar, dass du als Mensch das machen kannst. Und das ist für mich Großdenken. Ich habe gemerkt, ja, das kann ich. Und somit geht das. Und ich erlebe es tagtäglich immer wieder bei Menschen, wo ich im Monatscoaching habe. Die erste Woche geht es darum, Zielsetzung zu definieren. Also, dass ich mal gerne mich wissen möchte, welches Ziel hast du denn überhaupt? Und dann heißt es viel, ja, ich möchte gerne eine Webseite aufbauen. Ich möchte gerne einen Podcast machen. Solche Menschen betreue ich zurzeit. Und ich möchte mein Online-Business aufbauen. Ich möchte mein Coaching-Business aufbauen. Ich möchte endlich mal Menschen lesen können. Ich möchte mein Team verstehen und. Und das ist ein Ziel, weil für sie ist das Problem. Aber das Ziel ist ganz klein. Und stell dir mal vor, du könntest nicht nur das Problem von deinen Kunden lesen, sondern du kannst die DNA der Energie Menschen einfach lesen. Du weißt, wo du Informationen rausziehst. Das ist ein Schritt größer. Es ist nicht nur einfach ein Problem eines Menschen. Nein, du kannst die DNA der Energie des Menschen rauslesen bei jedem einzelnen Menschen. Was bedeutet denn das?
Merkst du den Sprung? Der ist viel grösser. Und genau da möchte ich hin. Als Profiler ist es wichtig, dass wir groß denken. Wir dürfen wirklich so groß denken, dass es uns auch schon Angst macht. Mein größtes Ziel ist, und da habe ich wirklich auch ein bisschen Schiss davon, dass ich eines Tages, ich weiß, wann das sein wird, ich sage es dir jetzt aber nicht, eines Tages in Amerika stehe, vor Tausenden von Menschen und ich ihnen anleite oder davon erzähle, was Profiling ist. Das ist so eine große Vision von mir. Und du fragst dich, warum Amerika? Sage ich, ja, weil Amerika einfach große Räume hat, die hat so große Räume, und ich finde das gewaltig, einfach das Gefühl zu haben, so viele Menschen da zu stehen und ihnen das kleine Thema weiterzugeben, wie man Menschen liest, als Swiss Profiler, der so klein ist, die Menschen in der Schweiz ist ja so klein. Und das, da geht's hin. Ich weiß ja nicht genau, was jetzt, wie ich es genau dahin schaffe, aber ich arbeite tagtäglich dahin. Ich weiß, ich habe mir so Points gemacht, wo es hingeht, und das werden wir tun. Man könnte jetzt mal sagen, ja, Covid hat hereingeschlagen, hat uns vielleicht 2 Jahre zurückgeworfen. Ich bin nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist, aber ja, das ist passiert, das kann es geben. Aus diesem Grund haben wir uns danach situativ angepasst und neue Sachen herausgelegt. Das ist auch schön, aber da geht's weiter. Und als ich diesen Schritt verstanden habe, ich nenne es jetzt Schritt, denke ich in jeder Sache groß. In jeder Sache. Und auch wenn mir was nicht gelingt, das spielt keine Rolle, weil ich weiß, wohin es geht. Auch anfangs nächstes Jahr ist einer meiner nächsten großen Schritte, wo auch mein neues Buch, das Profiler-Prinzip, erscheinen wird, mit einem Workbook dazu. Das ist auch ein weiterer Schritt, weil es wird eine neue Art von Buch sein. Ich freue mich mega, ich will nicht gar nichts viel erraten, wenn du bei mir den Newsletter abonniert hast. Den findest du über den Blog. Oder einfach irgendwo dich bei uns registriert hast, dann wirst du genug früh davon erfahren. Und ich würde es auch da so machen, dass die Menschen, die bei mir Kunde sind, ist egal, was sie mal gekauft haben, es kann auch ein kostenloses Webinar gewesen sein, die bekommen die Chance, das zuerst zu kaufen, bevor es dann in die Läden geht. Das werden wir das mal so machen. Das heißt, Entschuldigung, ich nehme jetzt mal einen Schluck Wasser. Damit man auch hier, ich möchte das ganz geschehen, dir und auch anderen Menschen draußen geben, weil du es treuer bist, weil ich dank dir dahin es geschafft habe, gebe ich dir das auch zurück, dass du die Gelegenheit bekommst, das zuerst zu kaufen. Meistens ist es bei uns auch so, dass du dann einen speziellen Preis hast, wo du dann auch die neuesten Informationen bekommst. Also es lohnt sich bei mir, Kunde zu sein, was zu kaufen, dass du da genauestens die neueste Information hast. Übrigens, das haben wir jetzt auch beim Live-Webinar gemacht. Wir haben da nach 90 Minuten Abschluss den Menschen ein 3-wöchiges Seminar angeboten, wo sie zu einem sensationellen Preis bekommen haben. Anstelle von über 260 Franken haben sie es für 80 Franken bekommen. Ja, das ist so bei uns. Und wenn du das nächste Mal auch live dabei bist, bekommst du es auch. Wenn du einen anderen Kanal denn nutzt, wird es teuer. Aber das ist mir wichtig, dass du merkst, hey, ich liebe euch. Ich schätze euch. Aus diesem Grund gebe ich euch ganz, ganz viel weiter. Also denke nicht einfach nur groß, sondern denke größer, als du jemals gedacht hast. Weil da dürfen wir hin. Wenn wir mal verstehen, dass wir den Körper, den Geist und deine Energie nutzen können, ist es nicht nur einfach Telepathie oder Menschen, andere wahrzunehmen, das ist so einfach, in andere Gedankengänge einzufühlen. Das ist nicht keine Hexerei, aber wir können da noch viel mehr. Wenn du wirklich deep in Menschen reingehst, dann kannst du den ganzen Menschen analysieren, wahrnehmen und einfach zu schauen, was da passiert. Und das finde ich einfach riesig und auch großartig. Wir können da noch viel mehr als das, was wir wirklich tun. Nur dann auf den Mund aufzumachen und Wörter zu in den Weltraum hinaus zu spicken und ein-, zweimal denken mit dem Kopf, das ist viel zu wenig. Der Körper, der Geist und unsere Energie ist für viel mehr gedacht. Der ist für viel mehr da. Aber leider haben wir halt hier auch den Leitplan vergessen, wie das geht. Aber das wird dann im nächsten, in einem anderen Podcast mal ganz genau unter die Lupe genommen. Jetzt geht es ja darum, dass du hier einfach größer denkst. Es heißt so einfach, größer denken. Aber mach dir mal Folgendes.
Schreib mal dein Ziel auf, wie ich es vorher gesagt habe, und dann mach's 10-mal grösser. Oder schau dann mal, was könnte denn jetzt viel grösser sein als das, was du noch hingeschrieben hast. Und da geht's hin. Und ich gebe dir jetzt noch einen Geheimtipp. Möchtest du den haben? Wenn es um Geld geht bei dir im Thema, wenn es bei dir im Thema um Geld geht, dann ist folgender Hack zu beachten. Viele Menschen stellen sich vor, eine Million zu haben oder 100.000 oder einfach 1.000 Franken im Monat. Aber sie haben Angst von diesen 1.000 Franken. Sie können mit diesem Geld nicht umgehen und sie haben keinen Bezug zu Geld. Dann funktioniert das nicht. Weil du musst zuerst lernen, mit diesem Thema umzugehen oder mit dieser Materie, dass du ein Verständnis dazu bekommst. Denn zu allem dem, wo wir ein Ziel haben oder wohin das Reise geht, müssen wir eine Beziehung aufbauen. Und eine Beziehung können wir nur aufbauen, wenn wir hier eine gute Art aufbauen, also wenn es uns wohl ist. Überall, wo wir im Kampfmodus sind, werden wir es auch ablehnen, werden wir es auch zerstören, und das geht nicht. Das passiert eben bei vielen Menschen mit Geld, und aus diesem Grund geht dieser Akt nicht. Und ich lese immer wieder in den Büchern oder auch ganz viele Coaches und Trainer draußen, die sagen dir, ja, stell dir das auch mal vor, dann kommt es. Und ich denke mir so, nein. Also, die müssen wirklich mal zuerst lernen, wie wir Menschen funktionieren. Und aus diesem Grund sage ich dir, das ist Real Talk. Also das geht nicht, das ist Bullshit, das ist Scheiße. Aber wenn du lernst, diesen Schritt, den ich dir jetzt gesagt habe, eine Beziehung aufzubauen, ein Gefühl dazu bekommen, dass du weißt, wie die Materie funktioniert, dass es in dir sich gut anfühlt, dann funktioniert das. Aber solange du im Kampf bist, dann wird es nie funktionieren. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. Es gibt immer eine Lösung, habe ich hier aufgeschrieben, auch wenn du sie gerade nicht sehen kannst. Das erlebe ich tagtäglich. Da bin ich Menschen im Profiling. Das sind Unternehmer, ganz, ganz große Menschen, die sagen, die haben schon 7 Unternehmen und alles geführt, groß und klein, was auch immer. Und plötzlich kommen sie in Stress. Also in welchem Art? Das kann zum Teil ganz simple Sachen sein. Du trägst den Müll herunter, du bügelst mal ein Hemd. Oder du schreibst die 3 Sachen auf, das geht dann nicht. Ganz, ganz wichtig, zum Teil rudimentär, völlig einfach. Und was man auch da den Menschen mitgibt, das mache ich immer. Hey, muss keinen Stress haben. Und ich kann dir auch gleich sagen, welche Art an Mensch du dann wirst. Und sage ich mir so, hey, du wirst jetzt gleich bist gleich ein Gefangener. Aber das macht nichts. Weil auf das gibt es eine Lösung. Auf alles gibt es eine Lösung. Aber ich erlebe es meistens, und dann kommt das coole Beispiel wieder, wenn du einen Schlüssel verlegst, meistens hat man den ja so Taschen drin, oder ich habe es auch schon gehabt, da habe ich wirklich einen Schlüssel in der Tasche gehabt, dann Sakko-Tasche, und bin rausgegangen, irgendwas gemacht, und dann habe ich den gesucht. Plötzlich so, wo ist mein Schlüssel? Habe ich rumgeschaut und gemacht, getan, du kennst es vielleicht. Und plötzlich so, Papa, da steht was raus, hat meine Tochter Lucy gesagt, sie ist 11. Die wird jetzt übrigens gleich 12. Ich so, ach, da ist ja der Schlüssel drin, hat sie gesagt. Ich so, ja, oh, wow, ja, stimmt. Und davor habe ich in 15 Minuten was gesucht. Mit dem Kopf völlig woanders. Das kann es immer wieder geben. Also solche Situationen, das kenne ich, und du siehst, es gibt auch da eine Lösung. Es ist nicht schlimm. Oder mir ist mal ein großen Fehler passiert. Da könnte man jetzt mal denken, ui, mega schlimm. Da möchte ich dir gerne erzählen. Ich hatte bei mir, ich mache ja alles mit Kajabi, ein Online-Tool, wo ich meine Schulungs-, meine Kurse, Webinars, alles anbiete, alles in einem System. Da habe ich so Unterteilung gemacht, das ist das Monatscoaching, Quartalscoaching, Jahresbegleitung, und da habe ich dahin dann E-Mails automatisiert, wo Menschen dann bekommen, wenn sie da das kaufen. Weil ich finde es schön, wenn du was kaufst, dass du wunderbare Begrüßungen bekommst mit E-Mails und Sachen und. Und das per Zufall ging das an alle meine Kunden. Tausende von Menschen haben das bekommen. Ich so, ui, schnell gelöscht, ist nichts passiert, wohl alle haben es bekommen. Und hat dann eine Handvoll von Menschen, ungefähr 120 Menschen, haben zurückgeschrieben, ah, was ist denn jetzt, sind sie drin, was Neues, spannend, so. Und im Nachhinein, jetzt so Monate danach, muss ich sagen, es war eines der besten Marketingstrategien, die wir einfach mal hatten. Als Strategie, also ja, es war ein Fehler. Ich habe das nicht absichtlich gemacht, aber es ist raus. Und im Nachhinein, so viele Menschen
hatten wir noch nie das Monatscoaching geholt, weil sie einfach mal von dem gehört hatten. Da habe ich mir gedacht, oh, hätte eigentlich die mal alle informieren müssen, ja. Jetzt sind sie. Aber auch in diesem Sinne, wenn du das bekommen hast, ich habe es schon ganz viele Mal gemacht bei anderen, das tut mir echt leid. Vielmals Entschuldigung. Aber du siehst, es ist jetzt im Nachhinein kein Fehler, nein, weil wir haben so große Resonanz, positiv dazu bekommen. Die Menschen gesagt haben, was ist das? Mega spannend, können wir mehr erfahren? Wie sieht es aus? Bekam das Ganze mal ein Gesicht? Und das sind dann auch so die Learnings. Ja, es, in diesem Fall, es muss nicht immer eine Lösung, ein Fehler sein, sondern wir können danach eine spannende Lösung suchen. Auch hier, ja, es hat eine Lösung gegeben, weil wir mit den Menschen wieder in Bezug gekommen sind. Wir haben kommuniziert, wir haben ausgetauscht. Wir durften auch da mehr Informationen den Menschen zustellen, dass du auch lernen kannst, was überhaupt auch enthalten ist. Dann haben wir dann mal, aus diesem Grund habe ich dann auch ein Video gemacht, wo du bei mir auf der zweiten Webseite kommst, also ist in dem Sinne, wenn du auf der ersten bist, kannst du ein Video anschauen, dann kannst du auf den roten Button drücken, ist egal, wo es ist. Und dann kommst du auf eine zweite. Das ist absolut kostenlos. Und da habe ich ein 20-minütiges Webinar, wo ich den Menschen mal erzähle, wie ich überhaupt die Menschen dahin bringe zu diesen Erfolgen. Da erzähle ich den Menschen genau das, wo du mal merkst, wow, da bekommst du ganz, ganz viele Informationen. Übrigens, wenn du noch nie drauf warst, dann geh gleich mal drauf. Kannst du gleich nach diesem Video machen. Und so bekommst du an Informationen. Und dann gibt es den nächsten Schritt. Menschen denken schon 5 Schritte voraus, was dann passieren könnte, wenn ich zum Beispiel jetzt hier beim Handy auf einen Button drücke. Ja, man kann zum Teil nachvollziehen, ich habe es schon 100 Mal gemacht, dann weiß ich, was passiert. Wenn ich es das erste Mal mache, weiß ich es vielleicht noch nicht. Ich könnte mir das vorstellen. Aber dann bin ich nur im Vorstellen, könnte sein, aber ich bin nicht dann in der Materie drin. Und aus diesem Grund macht das keinen Sinn. Also hört auf, soweit zu studieren, weil du behinderst dich, du kannst in diesem Moment nicht arbeiten. Du kannst jetzt dann nicht arbeiten an dem, was du bist, also bist nicht produktiv. Das kann man mal tun, wenn man eine Strategie ausdenken ist. Aber dann nimmt man sich Zeit dafür. Dann man plant das wahrscheinlich auch ein. Und sonst macht das keinen, macht das, ist das absolut nicht empfehlenswert, sage ich jetzt einfach mal so. Also aus diesem Grund ist es auch, hört auf, so weit zu denken, weil du weißt nicht, was kommen können. Und auch da, mein Spruch ist dann immer so, wir suchen nach Lösungen, wenn wir so weit sind. Jetzt mal zum einfach, um das ganz rudimentär zu haben, ich höre immer so, ja, aber wenn ich dann mehr Arbeit bekomme, ich kann das nicht mehr mit meinem Business abarbeiten, was soll ich dann tun? Dann sage ich dann schauen wir das an, wenn es soweit ist. In dem Hinterkopf, ja, dann hat sie mehr Geld, sie wird dann Menschen einstellen und. Und somit können die Menschen viel besser umgehen. Ja, wir schauen es dann an, wenn wir zu diesem Punkt kommen. Wir haben alles dabei. Und auch, stell dir mal vor, du bist mit dem Auto, wie früher. Früher sind mit dem Auto immer ganz viele mit dem Auto nach Italien gefahren, sind Camping gegangen. Und früher beim Auto gab es auch immer wieder einen Notreifen. Also wenn du doch einmal, wenn du Platten hast, spielt doch keine Rolle, nimmst das weg, machst das andere drauf, fährst weiter. Hast ja eins Reserve. Und dann, wenn du in der nächsten größere Ortschaft bist, oder am Abend, da suchst du einen Klempner auf, der dir den Reifen macht. Dann hast du ihn wieder dabei. Dann hast du wieder einen Reserven. Ja. Aber dieses Denken ist viel verloren gegangen. Und da stell dir noch vor, die Zeit vor Handy. Meine Tochter fragt immer so, ja, wie habt ihr dann abgemacht? Ja, da hast du ein Telefon mit Hör- und Wählscheibe oder Knöpfe. Hast du gesagt, abgemacht und dann bist du um diese Zeit da. Und dann musst du auch vor Ort sein. Dann kannst du nicht schreiben, bin jetzt auf dem Weg, komm 15 Minuten später. Nee, weil die Person wartet vor Ort. Die ist für dich da. Und da hat man ganz anders abgemacht. Die Zeit vor TomTom oder Navigation. Damals TomTom war es wirklich der Inbegriff von Navigation. Also für mich zumindest. Das war für mich das cleverste, beste TomTom. Navigation, TomTom, hat man nach Karten gelesen. Ich hatte gestern nach Karten. Und als dann TomTom gekommen ist, oder Navigation, hat man das eingegeben und der zeigt dir, dann fährst du. Aber früher hatten wir eine Karte gelesen. Das bedeutet, wir hatten auch zu Hause Zeit investiert und einen Plan gemacht, wo du durchfährst, die großen Städte mal. Vielleicht auch noch Tanksäulen angeschrieben, wo das ungefähr in welche Städte das gibt. Auch, wo du einkaufen kannst, vielleicht Hotel oder Campingplatz und die vielleicht schon 1-2 vorreserviert. Also das hat man gemacht. Irgendwie, also wir machen das schon lange nicht mehr, ist das komplett anders und ist anders wahrzunehmen. Also die Zeit darf sich auch weiter so verändern. Also man sieht, es gibt eine Lösung. Es gibt auf alles eine Lösung. Aber meistens, wenn man in der Situation drinsteckt,
schlägt das Herz mehr, der Puls steigt an, die Hände beginnen zu schwitzen und wir sind in einem System drin, wo es uns ein bisschen gefangen hält. Und aus diesem Grund kann man die Lösung nicht sofort sehen. Und da merkst du auch langsam, es macht keinen Sinn, wenn wir Sachen selber lösen. Such dir jemand, der dich begleitet. Such dir einen Mentor. Such dir jemand, der einen Weg zeigt. Such dir jemand, der dich unterstützt. Such dir jemand, der dir hilft, deine Situation besser zu machen, wo du bist. Und aus diesem Grund ist es so wichtig, beginne zu denken wie ein Profiler. Denn auch ich als Swiss Profiler lass mich führen. Auch ich habe Menschen um mich, von denen ich lernen darf, die mich unterstützen, denn alleine habe ich es nie so weit gebracht, wo ich jetzt bin. Es ist schön, alleine zu sein. Es ist schön, alleine arbeiten. Aber du machst jeden Schritt selber. Und das ist am Anfang auch einer der wichtigsten Punkte. Das gebe ich auch weiter in meinem Monatscoaching. Wir haben Quartalscoaching und Jahresbegleitung. Aber danach weißt du, wie das geht. Und dann such dir jemand, einen Experten oder jemand, der du in ein Team nimmst und da diese Menschen aufbaust. Das hilft dir enorm. Das hilft dir enorm. Aus diesem Grund ist es wichtig, damit man auch diese Schritte geht. Und das wollte ich dir heute mitgeben. Also denke größer, als deine Ziele wirklich sind. Denke niemals, das kann es gewesen sein, was du gerade erlebt hast. Denn jedes Mal kann es anders kommen. Und als Profiler, meine Wahrnehmung ist so, es wird noch viele Tage, Monate und Jahre bei mir in den kommen, wo ich merke, ich darf immer wieder Neues erlernen, ich darf immer wieder Neues gestalten und das ist auch schön. Es gibt nie das, was man sich vorstellt. Es kommt immer anders und es wird immer gewaltiger und schöner und verreckter und abartiger. Das ist das Welt, das sind die Menschen, das bist du und ich und das ist schön und es gibt auf alles eine Lösung, auch wenn wir sie gerade nicht sehen. Aber sie ist da. Meistens, meiner Wahrnehmung nach, ist sie in deinem Umfeld, sie ist immer da. Aber wir möchten sie nicht sehen, wir können sie nicht sehen, weil wir im Stress sind oder das Ego oder der Mensch lässt es nicht zu. Und wenn du dann jemand hast, der dir einfach sagt, schau, hier habe ich es für dich, es ist da, nimm es an. Und das sind die nächsten Schritte. Und das liebe ich in meiner Arbeit. Menschen durch ihre eigene Kraft unheimlich groß zu machen, Freude in ihr Leben zu bringen, sie merken, da geht's hin und das ist doch wichtig. In diesem Sinne hat es mich gefreut, dass du heute dabei warst, dass ich mit dir das heute gestalten durfte und ich wünsche dir weiterhin eine ganz tolle Zeit. Mach's gut und übrigens, hol dir jetzt auch die Informationen von unserem Live-Webinar, ich nenne es jetzt nicht mehr live, sondern unserem Webinar Faces und Profiler, wo du hier die neuesten Informationen bekommst. Das verschicken wir in den nächsten Tagen als Newsletter, als Information. Wenn du noch nie was von uns hast, dann drück irgendwo auf einen Link, hinterleg deinen Vorname, deinen Nachname oder deine E-Mail-Adresse, damit das zu dir gestalten darf, dass du das erreichen kannst. Und wenn du denn das später mal noch nie gesehen hast, dann gebe ich dir jetzt hier einen direkten Link. Geh auf mein Instagram-Profil, da oben in der Bio, wo ich geschrieben habe, was ich mit Menschen mache. Ich hatte einen Link, der ist alexhurschler.ch/bio, er ist da. Drück drauf und dann kannst du auch gleich in den Link Webinar, Faces und Profiling gehen und dann bekommst du alles aus erster Hand. Hat mich gefreut, dass du heute dabei warst und ich wünsche dir einen großartigen Tag. Wenn es dir heute noch niemand gesagt hat, du bist nicht nur einzigartig, sondern du bist, was du bist und das ist wunderbar. Das ist nämlich genau richtig. Dein Süß-Profiler, Alex Horschner.